this, man? Where are we? Are we in some kind of game or something, Woods? What's going on? I mean, you would think so, right? But I can't even really tell, if I'm being honest. But since we're here, why don't we go ahead and give the WWE Universe a look into the future? Not too far from now. Woods, tell them what we got. What we have here is an integrated world. One where man and machine are closer than ever. A place where people's lives are one with the computers around them. And where corporations oversee everything. They are your job. They are the police. They are the very government. And where there is authority, there is someone willing to stand up against it. So log in and see what we've got. Welcome to a glitch in the system. Ja, und in diesem Sinne ein herzliches Willkommen zu WWE 2K20 und dem neuen DLC Empire of Tomorrow. Ja, heißt übersetzt ein Fehler im System der Feature Showcase. Was gibt's hier sonst noch so? Dann haben wir was mit The Miz, The Mainframe, beziehungsweise heißt alles Mainframe, auf der Jagd. Dann haben wir hier Fehlfunktion erkannt mit Keith Lee. Ja, wer ist das denn? Ich erkenne das gerade tatsächlich gar nicht. Dann haben wir noch Johnny Gargano. Wer zur Hölle soll das denn sein? Wer ist diese Frau? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ja, ist ja auch jetzt erstmal egal. Auf jeden Fall, ja, gucken wir uns mal die Belohnungen an, was wir so freischalten können. Da haben wir einmal hier, Alexa Bliss und dann ist es, glaube ich, Carmella. Oh, nochmal eine Alexa Bliss, okay. Auf jeden Fall, das sind zum Beispiel die Charaktere, die hier rüber freizuschalten sind. Ein sehr, sehr futuristisches DLC, was ja schon im Vorfeld bekannt gewesen ist. Ja, was haben wir für Kleidung? Da können wir auch mal reinschauen. Ist ja teilweise doch nicht so... Also ich finde zum Beispiel diese Hose jetzt ganz cool. Gucken, kann man vielleicht was Schickes draus basteln. Aber ja, im Endeffekt ist es jetzt nicht so das DLC, was mich so komplett vom Hocker haut. Aber ja, ist halt dieses Jahr mal was komplett anderes. Ich muss sogar sagen, das letzte DLC habe ich gar nicht gespielt. Das macht natürlich komplett Sinn hier, diese verbundenen Augen. Die Hose finde ich ganz cool. Also, ja, mir wäre es halt wirklich lieber gewesen. Die Tattoos sind ganz cool. Wir hätten irgendwie ja dann doch vielleicht so Imperium gehabt oder so ein paar Wrestler. Also, vielleicht so ein Mix. Also, ich fand zum Beispiel die ersten zwei DLCs ganz cool. Das sieht auch ganz gut aus. Aber, ja, was danach kam. Wie gesagt, das vorherige habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt. Dieses Southpaw Wrestling oder wie es heißt. Die Jacke finde ich auch ganz gut. Aber vielleicht das nächste Mal so einen Mix dann da machen. Dass man vielleicht hier irgend sowas hat, so mit freischaltbaren Klamotten. Und hier haben wir noch ein paar Bewegungen auf jeden Fall. Und also wie gesagt, so freischaltbare Klamotten, so wie die ersten zwei DLCs. Vielleicht auch hier sowas mit diesen, Warlanders oder wie es hieß. Aber eben, dann noch so ein paar wirklich reale Wrestler. Den finde ich verdammt geil, hier diesen Banner. Dass wir da eben so eine gesunde Mischung hätten. Ich bin mal gespannt, wie es in 2K21 gemacht wird. Auf jeden Fall, was erwarten sollte, wir werden mal ein bisschen das Empire of Tomorrow zocken. Also hier diesen Asgard Tower, diesen Showcase-Modus und ja, dann hören wir hier wieder. Yeah, why would we not? Yeah, it would be like the greatest thing in the world. Yeah, think about how great it would look. It's so amazing. Like the graphics and everything. It'd be awesome. You know, maybe that's not the worst idea ever. There it is, but what would it actually feel like? A world where everybody's jacked in. Always connected to the internet. Yeah, everything just at your fingertips. Yeah. But there'd be a lot of things to watch out for. But check this. Imagine. So, dann sind wir hier bei Hacker Asuka. Ich kann mich an keine Zeit vor der Authority erinnern. Das kann wahrscheinlich niemand. Sie sagen uns, was wir kaufen sollen, wen wir lieben sollen, wie wir denken sollen. Und bei der Authority gibt es nur drei Optionen. Man kann sich unterwerfen, man kann weglaufen oder man kann kämpfen. Und nach all dieser Zeit bin ich das Weglaufen leid. Die Chairwoman verspätet sich. Cyber Naomi. Ach, vergiss es, ich verschwinde. Demon Deville, alles klar.
Beruhig dich, Devil. Beruhigen? Wir verkaufen uns an einen Konzernfritzen und du verlangst, dass ich das super finde. Ich hätte mich nie von dir überreden lassen sollen. Ruhe. Niemand musste dich zu irgendwas überreden. Die Authority hat unsere Verschlüsselung geknackt, uns aufgespürt. Du weißt ebenso gut wie ich, wenn wir heute keinen Deal mit ihnen eingehen, erleben wir in den nächsten Titantron Sonnenaufgang nicht mehr. Ladies, Chairwoman Bliss, gibt es ein Problem? Gibt es das Demon? Nein. Braves Mädchen. Dann zum Geschäftlichen. Ihr habt Daten, ich habe die Macht, eure Vorstrafen zu löschen und euch eine feste Anstellung bei der Authority zu verschaffen. Wir sind euer System eingedrungen. Wer kann euch besser gegen zukünftige Eindringlinge schützen als die Hacker, die euch geknackt haben? Gutes Argument. Wie habt ihr euch überhaupt hineingehackt? Ha, es war nicht leicht. Bist du da, Asuka? Wir sind drin. Die Antiviren sollten bald kommen. Schnappt ihr den Datencatch, bevor sie Eindringlinge erkannt, nicht die Mehrzahl von Antivirus Carmella. Ja, diese Namen allein schon. Zu spät. Entferne Schadsoftware, Antivirus Tamina. Das entwickelt sich ganz nach meinem Geschmack. Oh je. Wir sehen ein Ladder Match, so wie es aussieht. Oh mein Gott, ey, Alter, diese Halle. Bin ich hier bei Throne oder was? Naja, wo kommen eigentlich hier so diese Fangesänge her? Also, weil irgendwie, ich sehe keine Crowd wirklich. Ja, wir gucken uns auf jeden Fall den Entrance dann an hier von Naomi. Ja, ohne Mist, also dieses DLC. Okay, das finde ich oben ganz cool, dass da so groß der Titantron ist, aber welche Fans machen denn hier Rabatz? Oder ist das jetzt hier alles eingespielt? Ich bin gerade echt irgendwie, ja. Ihr könnt mir mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr so von diesem DLC haltet. Ach doch, da sind ja Fans da hinten. Okay, ich nehme alles zurück. Aber stehen halt da, am Ring stehen halt keine. Das ist das Irritierende. So. Jetzt kommt Demon Deville. Ja, werden wir uns auf jeden Fall auch dann anschauen, wie sie zum Ring kommt. Weil hier wird ja alles gemacht. Das ist schon irgendwie, ja. Ich kann jetzt tatsächlich gar nicht sagen, wieso ihr normaler Entrance wäre. Was ich irgendwie, aber der, oh, habt ihr das gesehen? Da oben, das mit dem Totenkopf sieht ganz cool aus. Oder Robot Skull, keine Ahnung. Also das ist echt cool hier in der Arena, muss man schon sagen. Diese ganzen Titantrons da oben an der Seite. Aber, ja, wir lassen es mal auf uns wirken. Vielleicht wird es dann noch ein bisschen besser. So. Jetzt haben wir hier Antivirus Carmella. Okay, das sah nice aus. Da bin ich ja mal gespannt, wenn man sich selber was erstellt, wie das dann wirkt. Aber auch so die Einzugslieder, das ist keine Ahnung. Also ihr hört sie jetzt nicht hier wieder lizenzrechtliche Dinge. Sonst wird hier wieder rumgemeckert von YouTube. Aber ja, das haut jetzt nicht um. Das ist irgendwie so standardgemäß. Es ist so wie diese, wenn ihr euch einen Charakter erstellt, so diese Musik, die im Spiel drin ist, die irgendwie, keine Ahnung, so 80er oder 90er oder Untergrund, wie der ganze Kram heißt. So ungefähr wirkt das. So. Ach, die hat auch hier diesen komischen Effekt. Hat die gesagt, from the Internet? Das ist hier doch was Neues für meinen Charakter Joey Samuels. Definitiv. Aus dem Internet. Joey Samuels. Ja, dann tritt sie mit Fahrradhelm an, so wie es aussieht. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das muss jetzt ein Tag Team Ladder Match sein. So, Antivirus Carmella Schaden zufügen. Wer kommentiert den ganzen Spaß hier denn? Oh, diese Arena ist schrecklich, ohne Mist.
auch wie lange ich kein WWE mehr gespielt habe. Wie gesagt, das Southpaw Wrestling DLC nie gespielt. Also noch keine Gegenwehr. So, führe einen Actengriff von vorn gegen Antivirus Carmella aus. Machen wir. Hab ich doch. Ah, da geht. So, führe außerhalb des Rings einen Lauf von vorn gegen Antivirus Tamina aus. Verdammt. Hey, wir müssen raus. Boah, ohne Mist ist das schrecklich hier. Oh, wieder kontert sie. 9. So, gekontert. Alter, ist die träge. Oder ist das bei den Frauen generell so? Ich weiß das nicht. So, irgendwie mal. Okay, das war nicht der Laufangriff. Vielleicht dann mit Viereck. Ja, mit Viereck ist es. Wirf Anti per Irish Whip auf die Ringtreppe. Okay. Hey! Ich hatte andere Pläne. In dieser Koffer da oben. Oh mein Gott. Ich glaube, das hier wäre so eine Arena, die würde. Ja, gut. Nee, doch zu wenig LEDs. Aber könnte Montana Black gefallen, wenn hier ein paar mehr LEDs wären. Ich sehe übrigens gerade das Spiel ohne HUD, das ist noch vom Evoverse. Das muss ich gerade mal einstellen. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher. Habe ich sie jetzt getroffen? Ja. Ich habe gerade keinen Konter. So, das haben wir auch geschafft. Führe im Ring einen Bodenangriff an den Beinen von Antivirus Carmella aus. Okay. Okay, das war's nicht. Da, mit X. Also ohne Mist, wer sich dieses DLC überlegt hat. Stellen wir uns immer so vor, wie die dann so an einem Tisch sitzen und denken, hey komm, wir machen jetzt mal das. Ja, komm, hier, wir nehmen futuristisch, wir nehmen leuchtende Seile, wir nehmen einen Fahrradhelm bei Tamina. Ja Mann, das ist es, das ist geil, das nehmen wir wirklich. Vor allem, was ich irgendwie ein bisschen schöner finden würde, wenn hier wenigstens so logische Teams wären. Also ich meine, The Will und Naomi miteinander. Keine Ahnung, warum nicht The Will mit Mandy Rose? So, und jetzt? Für Beinschaden, bis die Beingesundheit im roten Bereich ist. Jetzt kommt er die. Ja gut, das geht ja relativ schnell. Einfach mit der 1-Taste. Und dann lange Viereck. So, Orange haben wir schon. Oh, sie kontert. Los, werd rot. Will nicht rot werden. Jetzt. So, und jetzt? Was haben wir jetzt? Klettere in Ohr und hol dir den Datencatch vor. Datencatch für den Sieg. Okay. Eine Leiter. Ey!
Oh, jetzt die Frage, ob wir das schaffen. Geh da runter, geh da runter. Oh nein! Frau de Ville, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe da oben. Wenn du mich jetzt richtig doof. Aufhören. Runter da. Oh, es klopft vorbei. So, jetzt sollten wir es mal schaffen. Oder? So, wir haben es geschafft. Also, Aufgabe 1 ist erledigt. Gewinnerteam Cyber Naomi und Demon Dübel. Fantastisch, wie sie sich umfreut. Also den Effekt finde ich ganz cool, aber das war so gefühlt das Einzige bis jetzt von dem DLC. Also diese Farben, ey, da komme ich überhaupt nicht drauf klar. So diese, keine Ahnung, warum macht man das denn nicht so mit was aggressiver und so? Und so ein leuchtendes Pink oder sowas, wenn sich das DLC sowieso um die Frauen dreht. Also jetzt nicht alle Frauen, die auf pinke Farben irgendwie so, ja, reduzieren, aber trotzdem. Das ist bis jetzt für mich hier echt eine Enttäuschung. So, was haben wir? Wir haben hier Antivirus Tamina freigeschaltet, Antivirus Camella und 1000 VCs. Wir haben alles erledigt. Ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle dann Schluss hier mit der heutigen Folge. Dann geht's in den nächsten Tagen oder vielleicht auch schon morgen hier mit dem DLC weiter. Ich bedanke mich bei euch wieder dafür, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, werft einen Blick in die Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Informationen. Da findet ihr auch die Links, wenn ihr beim Everse mitmachen möchtet. Mein Community Universe, da gibt es jeden Tag um 15 Uhr eine neue Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch dann allen noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.